Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Der Affe verarscht den Tiger. Wir sind mit dem Kleinen unterwegs und ich finde irgendwie nicht mein Zuhause. Ich will nach Hause. Da ist mein Zuhause. Nein. Gib mir den Wasser, krieg's mir nicht. So. Der andere kommt nicht mit, weil er Angst vom Tiger hat. Oder hat er ihn schon gefressen? Ist der andere? Ja, ich glaube, er hat ihn gefressen. Ja, ich höre ihn nicht mehr. Mann, das langweilt voll, echt. Das ist das, was mich gerne so langweilt, dass ich mit so einem Kind zurücklaufen muss. Warum denn nicht selbstständig zurückläufte? So, jetzt verlege ich ihn nicht mehr. Der andere lebt noch. Andere lebt noch. Da ist... Ah, jetzt pass auf. Das machen wir jetzt mal ganz anders. Los, der Tiger. Schau nicht so, ich will jetzt Versteck. Da muss ich doch zu dem anderen kleinen Affen kommen, oder? Sieht er mich noch? Ah, es ist langweilig. Scheiße. Ich komme nicht hin, weil der mich nervt. Und immer... Wo hast du jetzt da? Noch ein Stück. Ah, jetzt habe ich zu spät gedrückt. Hello, Bitch. Leck mir am Arsch, du blöder Tiger. Jetzt bin ich ja beim Erwachsenen, der andere Kleine wird sterben. Oder? Muss nicht sein. Aber bevor ich ihn hole... Das ist scheißegal. Wo ist denn das Bett hier? Ich muss erstmal schlafen, ist schon viel in der Früh. Sonst schafft's. Wieso soll ich einen bedrohen? Hier ist auch irgendwo ein Tier. Diese Oase ist nicht sicher. So, jetzt müssen wir den Kleinen retten. Den Tiger noch ein paar Stangen verpassen. Ich nehme gleich zwei Stangen mit. Der sieht aus wie ein Biber, gell? So, Nahrung und Wasser. Dann mache ich mir gleich zwei Stöcke, weil dann verpasse ich ihm gleich zwei Stöcke. Bufffood gibt's auch. Nein, Laffe. Komm. Hey, meins, geht's weg. So, Bufffood ist voll. Wasser. Warte mal, wenn ich schon um Wasser gehe, dann nehme ich mir gleich mal hier. Nee, da nicht. Da. Nimmst jetzt den Stock. Das ist ja gar kein Stock-Dings. Ja, okay, dann sauf ich erst. Ja, aber die hat auch so kleine Ausdauern, oder wieso? Siehst du den Kreis? Das ist rot. Warum ist das rot? Verstehe ich nicht. Ich brauche, glaube ich, anderes Essen noch. Der kleine Player, den hört man bis hierher. Das hörst du nicht. Der schreit um Hilfe. Gwe, gwe, gwe. Von der Insel rüber. Ganz schönes Organ, der große Scheiße. Was gibt's denn hier noch zum Fressen? Was anderes hier? Ein bisschen... Und jetzt größer. Ja, aber das, wenn ich zu viel esse, kriege ich Magenverstimmung. Das ist das Schlimme. Naja, das gibt's ja. Das wäre geil, ne? Zu zweit das zu zocken. Hosenscheißer, wieso Hosenscheißer? Ich gehe jetzt mit zwei Stöcken hin und pump den kleinen Tiger mit Stöcke voll, wenn ich noch mal der hat. Da bleibt er stecken, der Stock.
Ja, zuerst muss ich den umbringen, weil da sind nämlich so viele Viecher. Vor allem, wenn er nämlich tot ist, dann kommt er beim nächsten Generationswechsel nicht mehr. Also bis zum nächsten Generationswechsel, was ich so gehört habe. Jetzt brauche ich einen Stein. Mach ich ja. Hab ich doch, oder? Wieso nimmt er den? Wo war denn? Ja. Ja, ja, ich dachte, ich habe ihn aufgehoben. Habe ich nicht gewechselt, ich habe C gedrückt. So, aber ich brauche eh noch einen Stein. Obsidian nehmen wir zwar lieber, weil der bearbeitet viel schneller. Ich habe kein Obsidian hier. Ich hab hier nur Granit. Ja, manchmal verliere ich die unterwegs, wenn ich kämpfe. Achso, ja, der Kleine, der sitzt doch da gut in seinem Versteck. PvP, okay. Damit der... Ich muss den Tiger töten. Ich töte sie alle. Schon wieder erschöpft. Sind schon fertig? Nee. Doch, fertig. Nein, du musst immer aus... Wieder Hand wechseln und fallen lassen. Dann wieder Hand wechseln. Ja, da muss, mit zwei Tasten, das geht da nicht. Der kleine Hosenscheißer da drüben, ja, den machen wir fertig. Hey. So, gibt's hier Double Action, Mann. Den spießen wir mal jetzt mal so richtig. Das gibt furchtbare Rache, weil er hat Olga getötet. Und jetzt kommt Resima Slochov und macht den Tiger fertig. Aber ihre Energie gefällt mir nicht. Ich muss einen anderen nehmen. Ist jetzt schon fertig? Oh ja, jetzt knackt es nicht mehr. Nein. Was, sie fallen diese Steine. Aber ich lasse beide Stöcke hier liegen. Hier muss wieder irgendwas sein. Ja, ja. Aber was? Nee, der muss schnuppern. Du kannst das jetzt so machen. Gehst du auf Sinne. Dann gehst du auf Töne. Und dann... Hörst du, siehst du, überall wo das ist, kommen die Töne zurück. Aber hier ist nichts Bedrohliches, weil das, die Schlange macht Geräusche, jedes Tier macht Geräusche und das siehst du dann. So, aber warte mal, ich mach mal hier einen Haufen mit den Stöckchen, weil ich muss einen anderen nehmen, die ist zu schwach. Möglich. Hier gibt's alles, hier gibt's, kommst du noch in ein anderes Gebiet, in Wüste und so Zeug. Andere Frucht. Aber jetzt ist sie ziemlich voll. Aber sie macht doch... Was ist mit ihm hier? Na du nicht. Geht's ihm besser? Oh, ihm geht's fantastisch. Okay, jetzt muss ich ohne Schratzen los. Wenn der andere noch lebt, kann ich ihn nicht beide mitnehmen. Ah, das ist ja blind. Das ist wurscht. Der braucht keinen. Wo habe ich die hin? Mann. Nee, die habe ich irgendwo da hinten hingelegt. Nein, du sollst den nicht anquatschen. Du sollst diesen hier machen. Aber der Stein, da hinten sind die Stöcke. Guck mal, das war mein Sprung. Durch die Astgabel. Okay. Und den nächsten. Und jetzt, wo war denn dieses Fragezeichen nochmal? Das ist für Heilung zum einen. Nee, das ist doch Basalt, oder? Ja. Und der ist sogar bearbeitet. Weißt du was, das machen wir anders. Ach, hier ist die Scheiße noch zwei Stückchen. Okay. Wir sind hier drüber gegangen, oder? Und dann rüber. Muss ich das überhaupt? Kann ich nicht gleich. Dieser See, das war schon da unten, gell? Ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt den Wasserfall runterstürze, ob unter tiefes Wasser ist, ob ich dann aufklatsche, wie so ein Aufklatscher, oder... Was ich auch noch nicht rausgefunden habe, ist,
wie man einfach wo runterklettert, ohne dass man springt. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber. Die Frage ist. Sakra dir. Oder. Ja gut, es tut ihm nichts. Wo? Habe ich jetzt hier analysieren. Oh Mann, ich habe diese Ding Koop. Jetzt laufen sie wieder alle mit. Jetzt kann ich wieder hochlatschen. Gott sei fix. Die wollen mit bei der Expedition. Und schwimmen sie alle rum. Da säuft die Hälfte, die Deppen. Ja, da merkt man, dass Affen sind. Und der größte Affe hockt am Keyboard. Hä? Ja, an der Tastatur. Jetzt, warum sind die so schnell erschöpft? Das sind doch Eiche, die wo genmäßig viel weiter sind. Auch einen mit mehr Ausdauer. Umso schwächer werden sie, ja. Vielleicht haben sie auch zu wenig. Oh, jetzt auf einmal schlagartig voll. Warum? Das weiß kein Mensch, ist klar. Ja. Wo hängt denn jetzt? Jetzt hat er mir gerade seinen Arsch ins Gesicht gestreckt. Das gibt's doch gar nicht mehr. Los, Reinhold! Bist der echte Messner. Messner. Komm schon, Blätterhack. Oder war das ein falscher Affe? So ruhig ich aus. Aha, Klettern scheint extrem anstrengend zu sein. So Mauern klettern. Oh, jetzt muss ich wieder zum Bett zuerst. Na, erstmal alle hier. Obwohl, ich habe eigentlich gar keine Expedition begonnen. Ich weiß gar nicht, warum die alle hinter mir her sind. Hier war auch das Bett, oder? Diese Oase gefällt mir gar nicht. Das sind viel zu viele Blätter. Bin ich überhaupt richtig? Doch. Nee. Hä? Das hier, oder? Das ist denn meine Hut. Da! Da schlaft was. Ich muss die woanders hinbauen, den Schlafplatz jetzt. Ja. Den sieht man so schlecht. Wo ist er denn jetzt wieder? Da bin ich jetzt bescheuert. Rechts neben mir. Ah ja, wie gut du das wieder. Hau Expedition beenden. So, jetzt kann ich wieder alles machen. Es kommt keiner mit. Es nervt mich keiner. Jetzt kann ich so in den Tod springen, ohne dass mich einer sieht. Den Sprung überlebe ich hier. Und den auch. Naja, der kann schon ziemlich weit runterfallen, ohne dass er sich verletzt. Aber nicht ganz so weit. Oh, gerade noch so die Kurve gekriegt. Ich könnte auch nicht einfach treiben lassen, oder? Yeah, das geht viel schneller. Jumpy Jack Flash! Boah, das war jetzt mal Turbo, oder? Das geht ja rucki zucki, aber er ist auch wieder schnell erschöpft. Hat ihm das was getan? Nee, voll. Pass auf. Mal schnell. Hoffen. Aber er hat immer dieses orange Auge, das ist nicht gut. Dann wird er schnell nervös. Es ist schon wieder spät. Ich muss die Kinder retten, bevor ich... Ich werde den Tiger in Schlaf erstechen. Ja, das ist... Genau, weiß schon. Ja, da wären die roten Blätter gut, die sind auch gegen Kälte. Nein, das muss nicht stoppen. Das ist auch so. Wo ist der andere Stock? Piss dich. Nein. Der hat keinen Stock drin stecken gehabt. Ja, dann ist das doch. Wo ist mein anderer Stock? Kriegt einen dritten. Ich muss meinen Stock.
siehst alles so gut, hä? Ja, aber ich schaue, die machen wir jetzt fertig. Wo ist er? Jetzt pass auf, machen wir diesen hier. Das ist schon mal nicht. Okay, was machst du? Ich muss rufen, dann kommt er schon. Konnte denn der hier rüber? Kann er doch schwimmen? Oh, das brauchen wir auch. Pass auf, jetzt zeige ich dir was. Wenn er nochmal kommt, kriegt er nämlich mit dem Obsidian. Lass mich den Stock fallen. Nein! Verfressene Ochse, der gibt's doch nicht. Den sollst du nehmen, genau. Oh, so heftig zugeschlagen. Ja, dann kann ich ganz schnell Stöcke herstellen, wenn ich jemanden dabei habe. Und ist eine gute Waffe. Noch besser wäre zwar Basalt. Weil Basalt ist, ist quasi eine Mini-Axt. Also der Stein ist ein Chopper als Axt. Was ist denn jetzt? Warte mal, welcher ist jetzt der gute? In dem Fall. Ja, weil er immer den Stein greift statt den Stock. Scheiße, ich möchte den Tiger. Der ist aber. Der Affe blärt von links. Ich höre ihn. Da ist die Insel, oder? Nein. Jetzt höre ich hier nicht mehr schreien. Ist das das Versteck? Das ist es nicht, gell? Das war nicht, nur nicht erkundigt, das war ein Fragezeichen. Hab ich die erkundet? Nee, da war das Fragezeichen noch offen. Wo ist denn jetzt das? Logischerweise, gell? Doch, das war der gleiche, der hat einen Stock drin stecken gehabt. Das war so ein Homo-Tiger, weißt schon, der hat sich den Stock in den Arsch geschoben. So, wir lassen uns treiben, das geht viel schneller. Ey, du sollst dich treiben lassen. Ich höre es immer von rechts. Ja gut, ich habe nur ein Headset, jetzt weiter will ich nicht reden. Weil mein Cousin sagt, er hatte zwei Stöckchen im Popo. Der wird sich aber zum Sumpf getrieben, nicht zu der Insel. Ich höre ihn von da, von links schreien. Habe ich jetzt nur einen Stock dabei? Oh, noch einen Stein, genau. Ja, den hat er, den habe ich ihn schön in seine Olga gerammt. Hey. Ich hoffe, er kommt nochmal dann. Ich sage mal, gibt's hier nur Flüsse? Das dann ist das der große See? Ja, Säuferoase. Dann war das das Fragezeichen, oder? Was? Das ist eine Säuferoase, nicht Seeufer. Ich hab's war eindeutig Säuferoase gestanden. Ja, na, du. Ich höre ihn ganz deutlich schreien. Aber nicht hier. Hier ist es gefährlich, hier ist Sumpf, hier sind viele Kroko. Krokomoko. Oh, 5 Zuschauer. Hi, servus, willkommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. In der Säuferoase. Jetzt bin ich schon nah, ich höre ihn immer laut. Ja, da drüben ist der Obersäufer. Schaut aus wie Kaffee ist, aber... Whisky. Wodka, da war ich. Braune Wodka. Hier. Das ist nicht die Insel. Wir sind falsch, wir sind voll in... Scheiße. Ich höre ihn immer von... Ich muss mal komplett aufsetzen.
Nee, ich höre ihn. Doch, da drüben ist er. Weil dann höre ich es besser, weißt du, wenn ich ein Ohr weg. Oh, kommt keine Krokomoko. Oder? Das sieht aber ganz anders aus wie vorhin. Ja, das habe ich erst markiert gerade. Warte mal, ich muss nur mal rufen. Die Insel ist es, genau, da ist er. Warte. Siehst du, das ist die Insel. Ja, da hast du gesagt. Ja, ja, ich habe ja gesagt, dieses. Mei, der ist in der Säuferoase. Er säuft gleich. Schau, wenn die erschöpft werden vom Schwimmen. Oh, meine so klein ist geworden. Schau. So kalte Wasser. Warte, diese schrei nicht so rum, ey. Da kommt der Tiger wieder. Gibt's ja nicht. Oh, jetzt kurz ausruhen. Naja, fast. Ja, ja. Pass auf, jetzt rufe ich ihn. Wo ist denn das Versteck? Da, oh, ein totes Kroko, eine tote Wildsau, ein toter Affe, nein! Und da ist das Versteck. Einer ist tot. Oh. Dreckstiger. Aber fast noch zur Säuferoase, da ist immer gefährlich. Scheiße, ich Versteck verpasst. Da liegt noch. Da ist es. Was? Scheiße, das kommt vom schnellen Gedrücke, weißt du? Das kommt, wenn man schnell hüpft. Trösten. Nein, der schnauft. Der kommt bloß nicht her. Ja. Ich hoffe, dass er gleich raufklettert und nicht gefressen wird. Jetzt kommt er. Ganz reumütig. Ja, Mann. Nee, Mama. Mama geil. Und gleich auf dem Buckel. So. Hat er nicht so hängetitten? Ist das. Warte mal. Ah. Ich glaube. Nein, ich höre es ja. Das ist ein Mistviech. Nee, der lebt noch. Oder? Kann ich gerade inspizieren. Beschnüffeln so. Vielleicht kann man es ja bespringen, weißt du? Das Kroko. Da machen wir jetzt eine Taschen draus. Eine Krokotaschen. Kadaver. Aber hier ist noch eins, ich hör's. Es grunzt mir eins vor. Ich töte das auch noch. Wo ist es? Warte mal, hier so. Pass auf. Nein, der muss ich dabei haben. Ja. Wo ist denn das Fragezeichen, dass wir das gleich mal erobern? Hier. Bam. Nee. Hat nicht gereicht. Für die Dinger bekomme ich mal was, weißt du? Wenn ich das alles analysiere, dann gibt es ein bisschen Intelligenz, vor allem wenn der Kleine jetzt mit drauf ist. Da ist noch ein Krokotot, schau hier, ne? Fleisch. Ohne. Ich fess aber. Ich hab's doch gewusst. Was? Was? Echt jetzt? Hab jetzt bloß meinen Stock. Habe ich den Stein auch noch in der Hand? Nein, der ist auch weg. Da ist er. Im Stein. So, Krokomoko, dir gebe ich es jetzt. Aber er ist übelst verletzt, ich muss ihn erst heilen. Und dazu muss ich den Stock leider fallen lassen. Bafut, ja. Keine Angst. Bist du Olga oder bist du Boris? Oh, ist Boris. Du sollst dich den Stock nehmen, du Trottel. Du brauchst nur noch eine Bisse, das ist von die Fute. Hier, Ise.
Ein bisschen Gras tut dir immer gut. Du sollst nicht den Stock nehmen, du Arschloch. Muss ich aber viel fressen hier von dem Zeug. Ein Krokofell vom Baum, er hat so ausgesehen. Und ich brauche jetzt tonnenweise Bufffood. Ich sehe dich. Warte mal, jetzt habe ich meinen Stock nicht. Stein in die andere Hand. Jetzt pass auf, Junge. Pass auf. Jetzt hau ich ihm eins auf die Schnauze. Bam! Jetzt kann ich wieder Bufffood fressen ohne Ende. Weil der mich wieder erwischt hat. Da ist der Stock, da ist der Stein zu schwach, weißt du? Da trifft er dich trotzdem, so Krokodil ist stabil. Muss ich mich beeilen. Was sehen wir, das Maul schon aufgerissen hat, die Sau. Ja, der Kleine. Bei dem wird man danach greift, gell? Oh, Papa, gibst du? Nein, kriegst du nichts. Oh, noch ein bisschen, komm, dann nehmen wir den Stock, dann kriegt das Krokodil den Stock in den Arsch. Nichts mehr da, ein paar Food. Dass ich den Stock nehme. Zack! Jetzt hat sich's erledigt, Mann! Oh, ich reite auf ihn! Ich gib's ihm von hinten! Doggy-Style! Oh, leck mich am Arsch voll in die Euchen! Schau, schau! Yeeha! Das ist Texas-Style, Mann! Doggy-Texas-Style! Oh! Oh! Jawoll! So, der Tischer. Warum kann ich den... Weißt du, was ich ein bisschen blöd finde? Der hat drei Stöcke drin stecken. Und wo sind die jetzt? So, ein bisschen drauf rumspringen hier. Kalinka, 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 Mann, ja. Oh, wenn ich das guck. Guck, kommt. Wo ist mein Stein? Stein habe ich in der Hand. Guter Junge. Warte, ich muss nochmal Bufffooden. Gibt's hier noch irgendwo Bufffooden? Ah. Bufffooden, Bufffooden, aber kein Kroko hier hoffentlich. So. Drei Teile hat der geschluckt. Wahnsinn, oder? Ich food gleich weiter. Wenn das Kroko mich nochmal trifft, dann krieg ich nicht gleich verletzt. Dann kann ich weiterkämpfen. Der Kleine mir begreift zu. Papa, gib mir auch Gras. Nein, du bist so klein. Warum denn? Schnapp's dir. Daraus kannst du... Nee, aus denen nicht. Kann man die eigentlich bearbeiten? So. Das reicht schon. Jetzt erledigen wir den Kroko auch noch. Wir brauchen bloß ein Stöckchen. Genau. Und den anderen Kroko will ich noch essen. So. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Ja, was ist denn jetzt? Wechseln! Wechseln! Oh, kaputt. Viel zu viel. Viel zu viel Kraft. Da, jetzt ist er übermütig. Weißt, weil er jetzt hat einen Krieger erledigt. Jetzt da. Ah, Stöckchen mal fertig hier. Nee, leider nicht. Aber lustig ausschauen tust. Oh oh. Er hat Schlafmangel. Boah, ich kann auch so hier schlafen. Ich muss nur... Ach, das ist egal. Wenn ich schlaf, kommt nichts. So, fallen lassen. Kann ich schlafen? Z? Ziemlich zügig? Nein. Okay, egal, Mann, da muss er durch. Er ist jetzt hier... Jetzt müssen wir das Kroko noch erledigen. Mit dem Stock. Mit dem Stock. Oh mein. Das ist ja ein Erwachsener. Ist ja gar nicht. Ach ja, klar. Clanmitglied. Oh, der Bar. Schau. Der Bar. Opa. Ich nehme die Bar, empfehle die Bar. Sankt die Armen. Nein, bei mir ist Feuerzeug Spiritus Armen. Brennt. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, der Affe kann töten. Da diese, wird der bei Fortune Fire, diese Waffe ist tödlich. Kennst du Fortune Fire? Wo die da schmieden müssen, Messer, und dann wäre das beste Messer, kommt weiter. Und da ist so der Sakura Haka, oder wie er heißt, das war ein Japaner, der testet jemanden, irgendwelchen Fischen oder was. Dann sagt er immer so, ja, diese Waffe ist tödlich und freut sich voll, weißt du, gut gemacht. Also bis zur nächsten Folge, ciao, ciao, euer Hopfi.